Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, geht es ja um meinen Lader, den ich umbaue zum Reisemobil. Es ist leider nicht viel Platz in dem Wagen, deswegen müssen wir alles so ein bisschen auf Minimalismus machen. Heute geht es darum, dass ich den Schnorchel einbringen möchte und euch zeigen möchte, wie ich das am besten mache. In dem anderen Video geht es um eine Roomtour, die ich euch versprochen habe. Die wird aber separat gedreht und da werde ich euch genau zeigen, was ich alles schon gemacht habe, wo ich es verbaut habe, was sich alles schon in meinem Lader befindet und wie ich das am besten gelöst habe, wo ich es hinpacke. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Bis dann. So, da würde ich euch mal zeigen, was ich alles zum Einbau des Schnorchels dabei habe. So, hier, wie ihr seht, ist erstmal der Schnorchel, ein Teil davon. Da zeige ich euch das nochmal genau, wenn ich es ausgepackt habe. So. Ja, schon mal das Gröbste und Grobste. Dann brauche ich Klebeband, eine Flex, wo ich eigentlich überhaupt nicht von begeistert bin, bin ich ganz ehrlich. Aber eine Karosseriesäge habe ich in der Hinsicht nicht und so einen großen Kompressor leider auch gerade nichts parat. Deswegen machen wir das mit der Flex. Hier ist die Bedienungsanleitung. Am Ende sollte, soweit ich mich erinnern kann, genau auf den letzten beiden Papieren die Schablone sein, die wir aufzeichnen. Die brauchen wir auch, das ist ganz wichtig. So, was haben wir noch? Dann das Kantenschutzband, das brauchen wir. Dann ist hier das Umlenkrohr, was vom Schnorchel an den Luftfilter geht. Das brauchen wir auch. Dann haben wir hier noch ein bisschen Zubehör, das Verbindungsstück mit Schlauchstelle und noch ein paar Gummis und so weiter und so fort. Das ist der Vorteil halt bei dem System, dass alles dabei ist. Es ist zwar etwas teurer, aber dafür hat man weniger Sorgen.
Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, wa? Enchanté.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr die Glocke antippt, dann werdet ihr auch immer auf dem laufenden Stand gehalten und immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und wenn ihr Lust habt, teilzuhaben an der Freude und an dem Hobby Lader, Laderreisen, dann bleibt am Ball. Es wird auf jeden Fall noch interessant. Und dann würde ich sagen, bis bald.